Eine Kriminalitätsstatistik aus Berlin. Von rund 3.500 jugendlichen Tatverdächtigen waren letztes Jahr rund 2.000 nicht deutscher Herkunft. Bei den Intensivtätern, das ist man ab 10 schweren Straftaten, liegt der Anteil von Türken und Arabern mit oder ohne deutschen Pass in einigen Bezirken bei 80%. Wenn also Polizei, Sozialarbeiter und Jugendrichter warnen, ausländische Jugendbanden rüsten auf, schlagen immer hemmungsloser und brutaler zu, auch gezielt auf Deutsche, dann gehört das ins Bild und sei es, um zu zeigen, wie weit der Weg noch ist. Aus dem Berliner Wrangelkiez, Stefanie Gargosch. Er kennt sie alle, die harten Geschichten des Kiezes. Und wie man vertraut, erzählt er sie auch. Şenol mischte einst mit in einer türkischen Jugendgang, saß im Knast. Eine Zeit, die man ihm ansieht. Und dennoch findet selbst er es erschreckend, wie sich Jugendliche im Kiez heute bewaffnen. Die Jungs sind in viel jüngeren Alter so bewaffnet und rennen mit Messern durch die Gegend. Und das Messer wird auch auf jeden Fall wegen Kleinigkeiten so herausgeholt und auch benutzt. Und das sind schon auf jeden Fall einige Zacken härter als früher so. Etwas, das auch Kirstin Heisig aus ihren Akten liest. Seit 15 Jahren arbeitet sie als Jugendrichterin in Berlin. Nun aber lässt sie das, was sie jeden Tag im Gerichtssaal erlebt, Dinge über Täter und Opfer sagen, zu denen viel Mut gehört. Wir haben es auf der Täterseite überwiegend mit türkisch-arabischstämmigen Personen zu tun, die sich vorzugsweise Deutsche oder jedenfalls Personen ohne Migrationshintergrund als Opfer wählen. Und deren Reaktion ist, sich jetzt selber zu bewaffnen. Das wird mir auch ganz offen gesagt. Für Şenol gehört das, so klischeehaft es klingen mag, zur Sprache der Straße. Wenn man nicht zuschlägt, wird man zusammengeschlagen. So. Und dann wollen die halt lieber die Täter sein, anstatt Opfer. So. Und Opfer zu sein, ist schon eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Wie traumatisiert Jugendliche nach einem Übergriff sind, erleben Polizei und Opferverbände täglich. Seit langem warnen sie vor der steigenden Gewalt arabisch-türkischer Gangs. Die betroffenen Deutschen aber schweigen, nicht nur aus Angst vor Vergeltung. Die Opfer reagieren da zumeist sehr zurückhaltend drauf. Sie sind geschockt, dass sie in ihrem eigenen Land als Deutscher beschimpft werden. Und als erstes kommt dann immer der Gedanke, wie reagiere ich jetzt politisch korrekt darauf? Es scheint mir so ein klein wenig ein Tabuthema zu sein. Auch Kirstin Heisig wurde wegen ihrer klaren Worte schon kritisiert. Doch sie will nicht wegsehen. Natürlich gäbe es auch oft Übergriffe von Deutschen gegen Ausländer. Aber in den sogenannten Problemkiezen breche die Gesellschaft langsam auseinander. Die Deutschen ziehen sich zurück in den Ostteil der Stadt. Ich ziehe nach Lichtenberg, da sind zwar die Rechten, aber zumindest wird mein Kind nicht ständig von irgendwelchen türkisch-arabischen Banden malträtiert. Ja. Şenol versucht den Jungs im Kiez Alternativen zu bieten, gründete ein Label für Nachwuchsrapper. Ich bin auf dem Schulhof angesagt, bin ich nicht da, wird an mir nachgefragt. Statt Annäherung wächst die Abgrenzung, werden alle im Kiez zu Opfern einer wachsenden Entfremdung.